Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier bei Kavalons Hütte und es krächzt und ächzt im Wind. Ich fürchte, hier könnte jemand sein. Hier ist aber niemand, okay. Ach, hier, ja, ach, guck mal, hier ist Engrom. Wer sagt's denn? Au. Oh. Kehre um, bevor es für dich zu spät ist. Das hätte ich mir denken können. Das hätte ich mir denken können, als es hieß, eine Stimme hat zu ihm gesprochen. Ja, das hätte ich mir echt denken können. Dich kriege ich noch! Ja, in dem Sinne, dass ich dich kriege, natürlich. Möchte ich meinen. Das war ja einfach. Also gegen einzelne Gegner ist dieser Eisblock echt gut. So, Engrom, bist du da? Eine Armbrust, ein Bolzen. Noch ein Apfel, hey! Und ein Käse! Wer sagt's denn? Und die Löckerhaut, die er seinem Kumpel schuldet. Gib mir mal den Käse. Diesmal esse ich den selber nicht. Ich esse lieber hier gebratenes Fleisch. Und dann brauche ich noch 40 Mana. Oh, mein Schädel. Hey, Engrom. Das Böse hat von dir Besitz ergriffen. Lass dir helfen. Fass mich nicht an! Ich hau ab. Ja, dann hau halt ab. Was soll's. Okay, Engrom gefunden. Hey, das ging ja super. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich sofort hier zwei Quests auf einmal löse. Engrom gefunden, Käse gefunden. Alles gut. Wie sieht's denn hier aus? Erzähl mal. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Innos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Für Innos. Ja, für Innos. Und was haben wir hier drin? Hier war ich ja schon mal drin und habe alles durchsucht und alles mitgenommen. Links, rechts, Bergkristall, gebratenes Fleisch und ein Wacholder. Moment, mir fehlt ein Lebenspunkt und Wacholder gibt... vier Lebenspunkte. Ach komm, so ein Wein. So ein Wein kann ich mir noch gönnen, oder? Das ist keine Verschwendung. Ah, das tat gut. Vielleicht hätte ich mal einen Blick, oder vielleicht sollte ich es jetzt trotzdem noch tun, einen Blick auf... Wo ist es denn? Wo ist er denn? Der magische Brief. Da. Randolf. Randolf ist auch besessen. Okay. Gut zu wissen. War das nicht der Trinker? Warte mal. Das war doch der Trinker in Korinnes. Also, mit Korinnes meine ich in der Hauptwelt. Okay, das bringt leider nichts. Dem kann ich nicht zureden, dass er sich helfen lässt. Ich könnte ihm natürlich mein Elixier der Heilung überreichen, ne? Damit er nicht mehr vom Bösen besessen ist. Habe ich denn so eins dabei? Ich habe gar keins dabei. Oh Mist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder besessen sein. Und dann brauche ich das. Und will nicht erst zu Pyrokar laufen. So, links, rechts, rechts. Okay, das war einfach. Immerhin kriege ich hier meinen Dietrich wieder. Ein paar Bolzen, ein bisschen Gold. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Was soll's. Immerhin weiß ich jetzt, da ist nichts drin. Und der Sumpf ist, glaube ich, dort hinten, oder? Fleischschwanze. Cypher. Cypher kenne ich doch noch. Rod. Moment, in diesen Drachenjäger. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die doch noch. Das waren doch... aus dem ersten Teil, aus dem neuen Lager, Leute. Aber ja, ich glaube, die sind mittlerweile Drachenjäger geworden. Auch daher kenne ich sie. Ich will aber erstmal hier die Fleischschwanze aus dem Weg räumen. Da ist sie. Und was genau liegt da? Sieht aus wie so ein gegrillter Snapper oder sowas. Ach, guck mal, Sumpfratten. Ich glaube, hier ist ein Sumpf. Hier ist ein Sumpf. Gut. Schauen wir mal, ob ich nicht die beiden Drachenjäger anheuern kann, um den Drachen zu besiegen. Hey Leute, alles klar bei euch? Alles klar bei dir? Diese Stiefel bringen mich nach oben. Die Neuerung ist zwar klasse, aber wieso müssen die Riemen an den Stiefeln bloß so festsitzen? Mache ich sie lockerer, fallen sie mir fast von den Füßen. Wo hast du die Stiefel her?
Bennett, der alte Haudegen, hat sie uns Drachenjägern angefertigt und hat sich den Mist auch noch großzügig bezahlen lassen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann stopfe ich ihm die Dinger in den Rachen und hol mir erstmal mein Geld wieder zurück. Worauf wartest du? Darauf, dass Cypher mal endlich aus dem Arsch kommt. Wird langsam Zeit, dass wir losgehen. Was ist los mit dir? Ach, dieser Stiefel, dieser... Ja gut, das wissen wir schon. Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Was machst du hier? Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Richtiger Moment? Wofür? Da drüben soll sich angeblich ein Drache aufhalten. Seit er hier ist, hat sich dort ein ziemlich übler Sumpf gebildet. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Yep. Doch jetzt würde ich da alleine niemals reingehen. Na gut, Rod ist noch da. Aber der läuft ja schon beim Anblick der Fleischwanzen davon. Was ist mit dir? Du bist sicher nicht nur zum Vergnügen hier, oder? Lass uns zusammen reingehen. Yep. Warum nicht? Hilfe könnte ich brauchen. Das ist gut. Dann komme ich endlich hier weg. Der Gestank ist ja unerträglich. Sag, wenn's losgeht. Ich schätze mal, wenn wir uns zusammentun, bekomme ich auch die Erfahrung von Ihnen. Das ist gut, aber ich möchte trotzdem vorher für den Fall der Fälle speichern. Ich brauche keinen Blick auf die Karte. Ich will einen Blick in meinen Charakter-Sheet nehmen. Sieht alles gut aus soweit. Und bevor wir da reingehen, ziehe ich das Auge Innos an. Aus Gründen. Und dann kann ich eigentlich gleich nochmal speichern. So, hey Rod, es geht gleich los. Los geht's, gehen wir auf Drachenjagd. Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Packen wir's. Ja, packen wir's. Ach, Rod ist auch dabei, guck mal. Siehst du mal. Vielleicht sollte ich hier eher Nicht-Magie verwenden, weil ich ja Flächenschaden mache und... Hier, hinter der nächsten Biegung, beginnt der Sumpf. Ich schlage vor, wir gehen hier weiter gerade durch. Du kannst aber auch den Gang da drüben checken, damit uns keins von den Viechern in den Rücken fällt. Was ist dir lieber? Verlieren wir keine Zeit. Nein! 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 Warum fragst du mich eigentlich? Ich will den Rücken frei haben. Idiot! Echsenmensch, was? Leute, da kommt was. Was zum... Schon wieder eins von diesen Biestern. Henker, Echsenmenschen, oh mein Gott! Nein, 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 nein! Das wirst du bereuen! Ach, verdammt. Ich wollte auf den Echsenmenschen zielen und leider ging das nicht mehr, weil er schon tot war. Na gut. Aber das meinte ich mit. Ich sollte keine Magie verwenden. Nicht nur, weil ich aus Versehen meine Freunde treffen kann, sondern auch, weil ich Flächenschaden mache. Und sie damit nochmal aus Versehen direkt treffen kann. Deswegen, ich weiß nicht. Ich schaffe immer meinen Bogen. Damit sehe ich ja auch... Was? Fleischwanze? Warum habe ich gerade Fleischwanze mit Bogen gesehen? Nichts zu holen. Hier, hinter... Yep, wir gehen gerade weiter, verlieren keine Zeit, sehr gut. Aber jetzt nehme ich mir den Kugelblitz um... Jetzt kann ich nämlich gleich den Echsenmenschen... den da... abschießen. Das macht genau überhaupt keinen Schaden, wie ich sehe. Okay, doch ein bisschen. ...350 Erfahrung, wow! Lauf mir nicht in die Schusslinie. Sehr schön. Nichts zu so, jetzt erstmal eine Runde looten. Der hat ein Echsenschwert dabei. Kann ich das denn... Oh, Sumpfkraut. Kann ich das Echsenschwert benutzen? Zwei Handwaffe, Blüche, Stärke 100, Schaden 80. Pff, ich mach fast genauso viel Schaden. Das sehe ich dann irgendwie doch nicht ein. Da ist nichts zu. Die haben auch nichts dabei.
Und sonst sehe ich hier auch nicht allzu viel. Okay. Ich brauche 75 Mana. Das hole ich mir mal eben. Das heißt 50. Und dann 10 und 15. Genau, so ist es. So, Jungs, wo seid ihr? Ach, verdammt, das war... Okay. Alles gut. Nichts zu plündern. Da ist das Echsenschwert. Das hätte ich dann doch gerne. Jungs, wo seid denn ihr? Ich sehe euch gar nicht mehr. Ich versuche hier die Ecken frei zu halten. Damit uns da nichts von hinten überrascht. Ah, Sumpfhaie, wer sagt's denn? Geht doch. Es gibt noch echte Gegner hier, aber ich glaube, Sumpfhaie, wenn ich mich recht erinnere, schaffe ich nicht so direkt. Moment, ich muss mal hier eben cheaten. Ich habe mich aus Versehen in einer Schleife... Ich kann das Vieh schon hören. Wir müssen vorsichtig sein. Geh vor und sieh nach, ob wir angreifen können. Ja, okay, also folgendes, wenn ich hier durchs Wasser warte und dann sage, er soll springen... Ja, okay, beim Springen ist kein Problem, aber wenn ich dann sage, er soll die Waffe ziehen... Nämlich die hier... Hä? Warum geht es jetzt? Warum geht es jetzt hier? Okay, wenn Waffe wegstecken. Siehst du? Dann macht er nämlich genau das. Ich drücke nichts mehr. Ich kann auch nicht mehr links, rechts. Bis er irgendwo wieder steht und die Waffe wegstecken kann. Deswegen habe ich kurz gecheatet, um das zu unterbrechen. Das ist wohl ein Bug. Genauso wie, dass Rod und Cypher hier diese Sumpfratte nicht angreifen. Okay. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Ist mir egal. Nehme ich gerne das Fleisch. Nichts zu holen. So... Zuallererst. Okay, ich soll gucken, ob wir angreifen können. Dazu würde ich erstmal die Ecken checken. Ob es hier nicht noch irgendwo Gegner gibt. Sieht aber gut aus hier soweit. Haben wir da den Echsenmenschen. Und da Pandrodor, ein Sumpfdrache, wie es aussieht. Nun denn. Jungs, gleich kommt ein Echsenmensch hierher. Um sicher zu gehen, speichere ich vorher. Ich bin ein kleiner Angsthase. Ich mache den Kugelblitz so voll, wie ich kann. Das ist nämlich das hier. Mehr geht nicht. Jungs, eure Aufgabe. Komm her, Misty. Shit, da war ich zu nah dran. Ich hab's immer noch drauf. Da ist nichts zu holen. So. Was? Nimm doch das Echsenschwert einfach auf. Was ist denn hier los? Ist schon wieder ein Bug. Was zum Henker? Geht doch. Oh mein Gott. Okay. Ich brauche 180 Leben. Und 80 Mana. Wie kriege ich 180 Leben? Naja, 70 und 100. Und dann ein Batzen Fleisch. Da kenne ich nichts. Ich bin da hart im Nehmen. 75 und dann noch 5 Mana. Wo kriege ich 5 Mana her? Mana Bonus 1, Mana Bonus. Komm, Bier geht am schnellsten. 3 hiervon. Und 2 davon. Hä? Was ist jetzt los? Okay, hat sich erledigt. Ich muss cheaten, um weiterzumachen. Damit ist Mana wieder voll. So, Cypher. Du brauchst einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Du brauchst immer noch einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Ich geb dir mal 2 kleine. Hier, nimm den Heiltrank. So, gefällt's mir schon besser. Ihr seid beide geheilt. Der Ex-Mensch ist weg. Damit wartet der Drache auf uns. Jetzt ist die Frage, soll ich mit dem Auge Enos mit dem Drache erst sprechen?
oder können wir direkt angreifen? Was ist los mit dir? Ah, dieser Stiefel, die... Ja, okay, das kennen wir schon. Und bei denen kann ich auch nicht sagen, es geht los, ne? Nun, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mit dem Drachen zu sprechen. Und da hinten sieht man schon seinen Schatz. Und wisst ihr was? Mit dem Drachen werde ich nächstes Mal sprechen. Bis dahin, auf Wiedersehen.